Ton, Verschiebung, jetzt. Ich fühle mich so klein und beschränkt, fast würde ich sagen, behindert. Ja, so ist das, wenn man glaubt, ein Mensch zu sein. Hä? Wenn man glaubt, ein Mensch zu sein? Ich glaube doch gar nicht, ein Mensch zu sein. Die Gefühle tauchen doch einfach auf. Ja, die Gefühle tauchen einfach auf. Und du, hast du ein Problem damit, dich begrenzt, klein und sogar behindert zu fühlen? Ja, irgendwie mag ich sie nicht, diese Gefühle. Ich hab mehr so die Sehnsucht weit und frei und völlig beweglich und flexibel und oh, so zu sein. Ja, das passiert, wenn man glaubt, ein Mensch zu sein. Ich behaupte doch gar nicht zu glauben, dass ich ein Mensch bin, nur weil ich hier so ein menschlicher Körper ist und der aussieht wie ein Mensch, weiß doch noch lang niemand, wer den Körper hier belebt. Das weiß ja selber ich nicht mal. Selber du weißt es nicht einmal. Wer soll's denn dann wissen? Ja, wenn's irgendwer anders wissen könnte und ich nicht mal davon überzeugt bin, dass jemand in dem Körper drin steckt, sondern die anderen gibt's nur mit meinen Gedanken. Und die Gedanken sind nicht mehr meine, sondern es ist eher so, dass hier dieser Körper wie so ein Radio ist, der so Gedanken empfängt. Und dann alles Mögliche, was durchströmt an Gedanken, einfach manchmal glaubt und für wirklich hält und dann wieder doch nicht. So, so. Ich will jetzt nicht mehr mit dir reden. Na dann. Bis zum Wiederhören. Auf Wiederschön.